fliegendes etwas. Nein, nicht nach vorne springen. Ah, die vergiften mich auch noch. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Gut. Ja, ich glaube, ich gehe erstmal zurück, hole mir die Kleidung. Ist vielleicht das Klügste. Bevor ich jetzt hier noch ewig und drei Tage versuche, dadurch, was weiß ich, was alles zu kommen. Und mich dann ganz langsam da durcheiere. Einfach mal so eine 1 Terabyte SSD als Spiele-Ding, das wäre toll. Aber ich möchte mal jetzt 256 GB. Da ist schon genug Scheiße drauf. Lädst du jetzt noch oder hast du jetzt... Nein, lädt tatsächlich noch. Scheint tatsächlich viel besser zu funktionieren als beim letzten Mal. Ist der Wahnsinn. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich es neu installiert habe. Vielleicht habe ich beim letzten Mal auch was falsch installiert. Ich weiß es halt wirklich nicht. Jürgen... Ich hatte schon... Ne? Ja, nee. Die interessieren sich nicht dafür, dass Rufus tot ist. Ist halt so ein Typ, weißt du. Mit dem wir aber eh nichts zu tun haben, ich meine. Der ist so arm, der musste seine Kleider an mich verkaufen. So, wann kommt dieser scheiß komische Typ, der einem Zeug schenkt, runter? Das ist die Frage. Ich hoffe auf den Hut. Ist das tagesabhängig oder einfach nur Zufall, was der ihm gibt? Das ist eine interessante Frage. Könnt ihr davor speichern und das herausfinden? Ne? Würde ich natürlich nie tun, aber für die Wissenschaft. Das sind die ungelösten Fragen. Wir gehen mal da rein, weil vielleicht sind da Ratten respawned. Die Ratten waren noch... Nee. Doch, die respawnen hier. Aber die haben nichts, ne? Nichts zu plündern. Die haben nichts zu plündern. Die sind noch schlechter drauf als die scheiß Fleischwanzen. Meine Performance ist auch gerade so richtig schlecht drauf. Das hätte ich dir vorher sagen. Jetzt haben wir 15.02 Uhr. Wann würde ich sagen, kommt der runter? Nachmittag? Gute Frage. Nächste Frage. Was soll ich denn das wissen? Woher soll ich denn das wissen? Das ist doch ein... Was suchst du hier? Ich leg mich schlafen, weil mein Haus zu weit weg ist. Wann ist denn hier nachmittags? 15 Uhr, natürlich. Wer kommt denn auf die Idee, dass 15 Uhr nachmittags ist? Also Nachmittag fängt entweder um 2, also oder um 4 Uhr nachmittags an. Also von 12 bis 1 ist Mittag, das ist klar. Also im Prinzip kann man schon sagen, dass danach Nachmittag anfängt, aber ich würde das eher so auf mindestens 2, wenn nicht sogar 4. Ja, viel ist dann schon, naja, aber noch nicht 15 Uhr. Wer kommt denn auf 15 Uhr? Ich bitte euch. Ich habe natürlich auch komplett vergessen. Ich könnte mich da irgendwo einfach oben hinstellen, aber... Ob man auch anders in die Stadt kommt? Wahrscheinlich könnte man irgendwo außen rum, also zumindest durch Glitches auf jeden Fall. Wann würde ich sagen, kommt der? 16 Uhr? Wahrscheinlich gibt es keine Zeitpunkt, wo ich mich schlafen legen kann und der dann da ist. Lass mich raten. Abends ist dann schon irgendwie so wieder 18. Aber ich möchte mit ihm reden, in der Hoffnung, dass er mir den Hut gibt. Aber jetzt ist 18 Uhr. Geht doch. Da bist du jetzt wahrscheinlich schon nicht mehr da. Das ist Kacke. Das Spiel hat echt beschissene Zeiten. Oder kommt der tagsüber? Abend? Ich weiß nicht. Ich stehe auf jeden Fall jetzt nicht da. Ich spiele gerade sehr umständlich, ich weiß. Zum Glück habe ich keine Zuschauer, die da rumnörgeln könnten.
Amix ist wieder eingeschlafen, der Fino kommt eh nicht mehr und dann Peter kommt auch nicht mehr, der ist, keine Ahnung. Der ist auf seinen, ich habe alle zwei Wochen Covid-Trip. Ja, da holt man eine Ausrede parat. Oh, ich bin gestorben, oh, ich bin todkrank. Schlimm, diese Leute. Schlimm, schlimm, schlimm. Ich soll jetzt einfach sagen, dass sie mich alle hassen, weißt du? Nee. Ich weiß nicht mal, ob ich den Hut bekomme. Wahrscheinlich bekomme ich auch noch mal wieder irgendwelchen Müll. Moment, konnte man, habe ich noch irgendwas im Inventar, das ich jetzt schon reinwerfen kann? Nein, dachte ich mir. Halskette, Kelch und noch irgendwas hat er mir gegeben, ne? Ich habe wirklich vergessen, was das andere. Moment mal. Was ist silberner Ring? Vielleicht was ist der silberne Ring? Was wären denn die überhaupt wert, ja, wenn ich die so verkaufe? Moment, der Händler war. Irgendwie, die Stadt ist nicht so groß, wie kann man sie da so hart verlaufen? Gilt denn die Quest noch abschließen? Das Quest, zeig mal. Quest der Quest Gegenstand. Kann seinen Bogen wieder kaufen. 53. Komme ich doch nie nimmer auf 300. Peri. Ich habe das Gefühl, ich werde hier schon wieder verarscht. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, dass der mich verarscht, dass ich irgendwie das verkaufe. Also ich will nicht sagen, dass ich danach von den Wachen in die Fresse bekomme, aber... Vom Schlösser knacken verstehe ich nicht. Entweder Wachen oder dass ich halt ja verkaufe wie für Ware, die, was weiß ich, was waren das jetzt, 100 Ruperi? Ich meine, ach nee, der gibt mir aber nur so wenig, ich verstehe. Die Dinger sind schon deutlich mehr wert, aber ich krieg dafür keinen. Ich habe wieder keinen Händler, der mir das ordentlich abkauft für einen ordentlichen Preis. Das ist das Problem, verstehe. Das ist ja nicht mal halber Preis, das ist natürlich für Verarsche. So kann der Typ hier mal runterkommen, ich möchte meinen Hut haben. Ich könnte auch... Vielleicht gibt er mir wieder nur einen Roperi oder so ein Kack. Wieso läufst du halbnackt rum? Zieh dir was Vernünftiges an. Hey, wo willst du denn hin? Meld dich bei meinem Kollegen. Die Performance hier oben ist echt gut. Ich habe auch keine Lust, so lange zu warten, aber ich hätte gern diesen Hut, von dem ich nicht weiß, ob ich ihn bekomme. Perfekte Kombination. Ja. Komm, lass schlafen, was soll der Geiz? Bringt mir das irgendwas aufs Dach rauf zu springen? Nee. Schade. Okay, bis Mitternacht ausruhen, ja. Der wurde auch um. Mitternacht war die Ansage, wenn ich mich täusche. Doji. Hallo du. Hast du mir nicht irgendwas zu geben? Nein. Ist in dem Wagen noch was? Nee. Exotischen Waren können wir jetzt ja vergessen. Lass mich mal überlegen. Ich muss noch mal ein bisschen an den Einstellungen schrauben. Ich glaube, ich kriege das flüssiger hin. Aber inzwischen finde ich es Zeug fast schon. So, Mitternacht war die Ansage. Hoffe ich zumindest. Bis Mitternacht schlafen. Auch die schlimmste Verletzung kann man auch durch Schlafen lösen. Dir fehlen ein paar Organe. Wen juckt's? Legt ihr einfach mal schlafen. Warum legt ihr euch nicht mal schlafen? Ich würde sagen, so. Bist ein armer Bürger. Gut, dann kriegen wir unseren Strohhut wahrscheinlich erst später. Schon ein bisschen belastend, keinen Hut zu haben. Schwert und Hut stehen mir gut. Hallo. Ich habe... Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Gut, dass du genau jetzt kommst. Vor dem Haus ist nur eine Wache. Verwickle die Wache in ein Gespräch und gib ihm den Schlaftrank.
Ich werde aufpassen, dass keine anderen Wachen kommen. Ihr passt, glaube ich, nicht auf. Also, ich mich da richtig. Habe ich es mir richtig gemerkt, dass er nicht aufpasst? Ich glaube, er passt nicht auf. Wer ist denn überhaupt die Wache? Bist du die Wache? Hey, Rekrut. Du siehst ein bisschen müde aus. Wie wäre es, wenn wir beide ein Bierchen zu uns nehmen? Sicher. Hast du eins? Klar. Lass es dir gut schmecken. Stimmt, ich musste ihm, glaube ich, den Schlüssel wegnehmen, weil ich sonst die Truhe natürlich nicht öffnen konnte, oder? Verdammt, was ist los? Hey, was soll das? Haben wir irgendwas kaputt gemacht? Okay, wir sollten ihn nicht mehr ansprechen. Ich war mir nicht mehr sicher, ob man ihm irgendwie das stimmt, die Kiste klemmte, ne? Die gute alte Ich klemme Kiste, Winde, bis ich. Ja, ja. Das hatten wir schon in Gotik 1, war ja. Warum wir auch nicht? Außen geht irgendwo die Alarmanlage von dem Auto, wie es sich anhört. Oder jemand hat mal wieder wegen Hatern die Alarmanlage angeschaltet, man weiß es nicht so genau. Gut. Es lädt immer noch, das ist der Wahnsinn. Und ich sollte immer noch warten, bis es fertig geladen hat, bevor ich das sage. Ah, ich habe mit dir geredet, jetzt rede ich mit dir. Hallo Ron. Wie? Trink was. Wenn man nichts erträgt, soll man übrigens nichts trinken. Er verträgt offensichtlich nichts. Flupp. Kann das Paket nicht gleich auch so aufmachen? Waffengeschosse plus 5. Warte mal. Ich habe die Sachen. Lass uns abhauen. Sehr gut. Folge mir. Wir gehen zu Neodym. Lass doch mal kurz mit ihm reden. Ihn juckt das überhaupt nicht. Okay. Warum auch? Ja, wer kennt's nicht, man trinkt was und dann fällt man in Ohnmacht und wacht wieder auf und ja, da ist dieser Typ, der ihm das gegeben hat und ja. Ganz normal. Passiert mir ständig, ständig trinke ich was und fall um. Das Aufwachen ist das Problem. Das war aber eine Fahrt. Was wirst du jetzt machen? Ich werde ein wenig Gras über die Sache wachsen lassen und mich im freien Lager aufhalten. Es könnte sein, dass mich morgen die Rekruten aufsuchen. Wir sehen uns also dort. Pass auf dich auf. Kann mal jemand, wer auch immer das ist, eine Alarmanlage aufmachen? Warte mal. Kannst du mir etwas beibringen? Ja, sogar etwas ganz Besonderes. Ich kann dir zeigen, wie man jemanden aus dem Hinterhalt angreift. Auf diese Weise kann man zusätzlichen Schaden am Ziel anrichten. Funktioniert aber nur mit Nahkampfwaffen. Außerdem musst du vorher das Schleichen erlernen, um die Technik anwenden zu können. Kannst du mir auch das Schleichen beibringen? Doch, aber geh mal lieber zu Furax oder Luca. Die können dir das auch zeigen. Du findest sie im Bordell des unteren Viertels. Schleichen soll ich vielleicht mal lernen? So, hast du irgendwas zu sagen? Nee, ich glaube nicht, ne? Verdammt, was ist los? Ich bin wieder da. Hat mein Trank funktioniert? Ja, der Kerl ist wie ein Baby eingeschlafen.
In den Sachen von Rufus habe ich noch 2 Stück Quarz gefunden. Kannst du sie gebrauchen? Quarz kann man nie genug haben. Danke dir. Gut, schleichen soll ich aber gleich mal lernen. Wie war das? Wie haben die geheißen? Furax und Nibirub. Ja, suchen wir die doch mal. Jetzt komme ich in die Stadt, werden wir gleich mal reingehen. Hey, warte mal. Was willst du? Deine Schritte klingen anders. Da steckt Kraft hinter. Du hast ein Ziel, oder? Ja, das kann man so sagen. Dachte ich mir. An den Schritten eines Menschen kann man mehr erkennen, als die meisten ahnen. Bist du blind? Ha, merkst aber auch alles. Was ist passiert? Ich habe gesoffen und ein Rezept ausprobiert, in dem ich den Dampf nicht hätte einatmen sollen. Ist ziemlich beschissen gelaufen. Und was machst du jetzt? Fertig gebranntes Zeug saufen. Ich meine... Ja, schon klar. Ich lasse mich in der Armenküche durchfüttern. Was soll ich auch sonst machen? Manchmal helfe ich Helene, ihr Zeug zu zählen und bekomme einen Apfel extra. Weiß sie davon? Hey, ich sehe dich nicht, aber ich höre, wo du stehst. Und ich kann immer noch verdammt gut zulangen. Nichts für ungut. Ja, ja, Spaß dir. Wie auch immer, bist du überhaupt bereit, mir zu helfen? Was brauchst du? Wie gesagt, ich bin einen guten Schnaps gewöhnt. Und das Zeug, das ich hier schnorren kann, ist kaum mehr als Wasser mit ein paar Umdrehungen. Ich brauche mal wieder was Ordentliches. Das kostet aber. Hast du es erfasst? Ich habe selber nicht. Spar dir die Ausflüchte. Ich will nicht deine Kröten. Ich will meine. Warum gerade ich? Wie gesagt, ich habe deinen Schritten gelauscht. Du warst in den letzten Tagen ein paar Mal hier. Du klingst zielstrebig. Genauso jemanden brauche ich. Ich laufe Zufall hin und her. Was genau kann ich für dich tun? Als ich noch fit und munter war, habe ich immer mit dem Schlimmsten gerechnet. Also habe ich ein paar Sachen auf der Insel verteilt, an Orten, an denen keiner suchen würde. Ich will, dass du mir einen meiner Schätze bringst. Einen Beutel mit ein paar Roperi drin. Wenn du dich benimmst, schicke ich dich vielleicht nochmal los. Sollst es auch nicht umsonst tun. Also gut, wo finde ich den Schatz? Wenn du vor Karls Bauernhof stehst, dann gehst du den Weg links entlang und biegst bei der nächsten Kreuzung rechts ab. Wenn du diesen Weg weiter folgst, kommst du in eine Höhle, aber da willst du ja nicht hin. Deswegen gehst du querfeldein und folgst der Felsformation, bis du vor dem Eingang der Taverne stehst. Dein Ziel ist der Eingang des Krebs, so heißt die Kneipe. Falls du dir unsicher bist, dann warte einfach, bis einer der Gäste pissen geht. Wenn du vor dem Eingang stehst, geh zur rechten Seite. An der Wand steht ein Strauch, da sind manche von den Jungs pissen gegangen. Und genau da habe ich meinen Beutel verbuddelt. Natürlich nicht mit bloßen Händen. Ausgerechnet da? Ja, ich sagte doch, da wo keiner sucht. Hol dir eine Spitzhacke und grab am Strauch den Boden um. Du wirst den Beutel schon finden, wenn er noch nicht mitgenommen wurde. Liegt schon ziemlich lange da, das Ding. Na gut. Wo finde ich Karls Hof? Wenn du das Nordtor der Stadt verlässt und dem Weg über eine Holzbrücke folgst, kommst du bald an einem Wachturm der Rekruten vorbei. Halte dich danach links und du kannst den Hof nicht verfehlen. Außerdem sollte vor dem Turm noch ein Holzfäller sein Lager haben. Gut, kann ich gleich mal eine Ration abholen, wenn ich schon dabei bin. Ich möchte... Hier deine Ration. Danke. Was suchst du hier? Na bitte, geht doch. Eine Ration. Blöde Frage. Na bitte, geht doch. Sollte ich schleichen lernen? Nicht, dass ich das für irgendwas brauchen würde. Ich meine, warum soll ich denn herumschleichen? Kann ich von dir schleichen lernen oder soll ich erst das Zeug verkaufen? Erst Zeug verkaufen, ich verstehe. Bit. Schade, wollt ihr gerade eins in die Fresse hauen? In dieser Vorlaut. Nur eine Frage Zeit, dann hau ich euch in die Fresse.
Was? Nee, ich würde nie gegen das Gesetz verstoßen und hier alle umbringen. Das wäre ja albern. Warum sollte man das denn tun? Ich vermute mal, die ist noch ein bisschen zu stark für mich. Das heißt auch traurige Bürgerin. Ich bin mir nicht sicher, ob das... Wir lassen sie erstmal leben. Für das Erste. Gut. Gehen wir wieder in die Stadt. Das geht irgendwie viel schneller als beim ersten Mal. 5, naja.